Vignesh, Sie hören Informationen über Ausbildungsberufe. Was erfahren Sie? Also auf was erfahren die Zuhörer? Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2-mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Lesen alles. Sie hören Informationen. Sie hören eine Ansage im Radio. Und nun, liebe Zuhörer, bleiben Sie eingeschaltet. Denn im Anschluss an unser Ausbildungsmagazin hören Sie Tipps von Sabrina Ebitsch in der Sendung Schritt für Schritt – von der Schule ins Studium ohne Stress. Hier erfahren die Abiturienten von heute und Studenten von morgen, was bei der Wahl des Studienfaches wichtig ist, wie man das Studium finanzieren kann, ob man als Student auch einen Job haben kann, wie man am Studienort am besten eine Wohnung findet und vieles mehr. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun, liebe Zuhörer, bleiben Sie eingeschaltet. Denn im Anschluss an unser Ausbildungsmagazin hören Sie Tipps von Sabrina Ebitsch in der Sendung Schritt für Schritt – von der Schule ins Studium ohne Stress. Hier erfahren die Abiturienten von heute und Studenten von morgen, was bei der Wahl des Studienfaches wichtig ist, wie man das Studium finanzieren kann, ob man als Student auch einen Job haben kann, wie man am Studienort am besten eine Wohnung findet und vieles mehr. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Zum Abschluss unserer Sendung Rüstig auch im Alter nun noch eine erfreuliche Nachricht für unsere Zuhörer. Wie ein Testversuch zeigt, der an der Universität Surrey in England durchgeführt wurde, sind ältere Menschen tagsüber seltener müde als jüngere, obwohl sie oft nicht durchschlafen. 10 Nächte lang, je 8 Stunden, wurde bei 90 Erwachsenen zwischen 20 und 83 Jahren der Schlaf von Forschern überwacht. Die Testpersonen wurden zwischendurch immer wieder geweckt. Trotzdem waren die älteren Teilnehmer am nächsten Tag fitter als die jüngeren. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Zum Abschluss unserer Sendung Rüstig auch im Alter nun noch eine erfreuliche Nachricht für unsere Zuhörer. Wie ein Testversuch zeigt, der an der Universität Surrey in England durchgeführt wurde, sind ältere Menschen tagsüber seltener müde als jüngere, obwohl sie oft nicht durchschlafen. 10 Nächte lang, je 8 Stunden, wurde bei 90 Erwachsenen zwischen 20 und 83 Jahren der Schlaf von Forschern überwacht. Die Testpersonen wurden zwischendurch immer wieder geweckt. Trotzdem waren die älteren Teilnehmer am nächsten Tag fitter als die jüngeren. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Okay, 1 und 2 zuerst. Sie hören ein Gesundheitsmagazin. Ja, nein, nein. Richtig. Richtig. Und die Teilnehmer? B. Zwischen 20 bis 83. Also das heißt, nicht älter als 83. Das hat man gesagt, zwischen. Und 10 Jahre, nein. Also, sie haben gezeigt, Testversuche. Und da kam es heraus, dass die älteren Menschen werden nicht so müde als die jüngeren. Okay. Im Theater gibt es jeden Tag eine Vorstellung im Theater. An welchem Tag gibt es eine Vorstellung am Nachmittag? Okay, Nachmittag.
Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit dem Salzburger Landestheater verbunden. Wir danken für Ihren Anruf. Unser Theaterspielplan diese Woche: Samstag, den 5.5. bis Freitag, den 11.5. Samstag, 19 Uhr, Anna Karenina. Sonntag, 15 Uhr, The Sound of Music. Montag, geschlossen. Dienstag, 19.30 Uhr, Das Weite Land. Mittwoch, 19 Uhr, Die Dreigroschenoper. Donnerstag, 19.30 Uhr, Beatles Tanzabend. Freitag, 19.30 Uhr, Der Ring der Nibelungen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit dem Salzburger Landestheater verbunden. Wir danken für Ihren Anruf. Unser Theaterspielplan diese Woche: Samstag, den 5.5. bis Freitag, den 11.5. Samstag, 19 Uhr, Anna Karenina. Sonntag, 15 Uhr, The Sound of Music. Montag, geschlossen. Dienstag, 19.30 Uhr, Das Weite Land. Mittwoch, 19 Uhr, Die Dreigroschenoper. Donnerstag, 19.30 Uhr, Beatles Tanzabend. Freitag, 19.30 Uhr, Der Ring der Nibelungen. Alles klar. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Aber bis dann. Okay, im Theater gibt es jeden Tag eine Vorstellung. Falsch. Jeden Tag gibt es nicht. Und wann gibt es am Nachmittag? Am Nachmittag gibt es am Sonntag. Okay. So, in an anderen Tagen बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है किसी के बोलते टाइम ऑन रखो बाकी ऑफ जाम स्टार्ट नॉनशन ओवर बाकी सब में नॉनशन ओवर और नॉनशन ओवर ड्राइसिस आवर आम जोन टाग वारिस फ्यूमसन ओवर बिरोटेड नाखमिटार फ्यूमसन ओवर बिरोटेड नाखमिटार आज जोन टाग यस नेक्स्ट एलिजे उन कार Clara wollen zusammen verreisen. Welche Unterkunft findet Clara am günstigsten? Okay. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf der Mobilbox. Hallo Elise, hier ist Clara. Du... Wir wollten doch im Sommer eine Woche an die Ostsee fahren. Ich lese gerade im Internet, dass es im Juli ein tolles Angebot auf Usedom gibt. Wir müssten nur wählen, ob wir ein Apartment, eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus buchen wollen. Persönlich fände ich Letzteres am besten, denn wir wollen doch unsere Hunde mitnehmen. Übrigens liegen alle Unterkünfte nur etwa 300 Meter vom Strand entfernt. Wir könnten natürlich auch campen. Am besten, ich schicke dir den Link. Schau ihn dir mal an und melde dich dann. Tschüss, bis bald. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Elise, hier ist Clara. Du, wir wollten doch im Sommer eine Woche an die Ostsee fahren. Ich lese gerade im Internet, dass es im Juli ein tolles Angebot auf Usedom gibt. Wir müssten nur wählen, ob wir ein Apartment, eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus buchen wollen. Persönlich fände ich Letzteres am besten, denn wir wollen doch unsere Hunde mitnehmen. Übrigens liegen alle Unterkünfte nur etwa 300 Meter vom Strand entfernt. Wir könnten natürlich auch campen. Am besten, ich schicke dir den Link. Schau ihn dir mal an und melde dich dann. Tschüss, bis bald. Also, das ist dann... Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Moment. Einmal die Antwort erst zuerst.
Also Sie verreisen zusammen? Richtig. Und welche Unterkunft findet Clara am günstigsten? Ferienhaus. Ferienhaus. Sie hat gesagt, letztere, ne? The last one. Okay. Das Wetter wird am Wochenende schlechter. Richtig, falsch? Vorausgesagt werden dichte Wolken, starke Schneefälle, Temperaturen über 5 Grad. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Hören Sie nun nach dem Biowetter noch den Bericht über das Bergwetter für Freitag, 17.02. Entlang der nördlichen Alpenseite zunächst überwiegend dichte Bewölkung mit eingeschränkter Sicht und starker Nebelbildung auf den Bergen. Leichter Schneefall ist in der Adelberg-Region und von den Kitzbüheler Alpen bis in die Schneeberg-Region zu erwarten. In 2000 Meter Höhe um minus 5 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Ab Samstagmittag lösen sich Restwolken am östlichen Alpennordhang und Hochnebel zunehmend auf, sodass ab Sonntag mit Sonnenschein gerechnet werden kann. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hören Sie nun nach dem Biowetter noch den Bericht über das Bergwetter für Freitag, 17.02. Entlang der nördlichen Alpenseite zunächst überwiegend dichte Bewölkung mit eingeschränkter Sicht und starker Nebelbildung auf den Bergen. Leichter Schneefall ist in der Adelberg-Region und von den Kitzbüheler Alpen bis in die Schneeberg-Region zu erwarten. In 2000 Meter Höhe um minus 5 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Ab Samstagmittag lösen sich Restwolken am östlichen Alpennordhang und Hochnebel zunehmend auf, sodass ab Sonntag mit Sonnenschein gerechnet werden kann. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Wetter am Wochenende. Schlecht, gut. Das Wetter wird am Wochenende schlechter. Richtig. Das ist falsch. Nein, Schnee und all those things. Ja, also das war nicht schlecht. Ja. Das war falsch. Und vorausgesagt werden? Dichte Wolken. Wolken. Wolken, ja. Wir hören noch einmal. Wenn Sie also nicht zufrieden sind, noch einmal. Das Wetter ist nicht schlecht. Andere Tage vielleicht ja, okay, aber am Wochenende. Ja, starke Nebelbildung auf den Bergen. Leichter Schneefall ist in der Adelberg-Region und von den Kitzbüheler Alpen bis in die Schneeberg-Region zu erwarten. In 2000 Meter Höhe um minus 5 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Ab Samstagmittag lösen sich Restwolken am östlichen Alpennordhang und Hochnebel zunehmend auf, sodass ab Sonntag mit Sonnenschein gerechnet werden kann. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Also, am Sonntag gibt es auch dann Sonnenschein. Das Wetter ist nicht so schlecht. Habt ihr das gehört? Schneebergregion zu erwarten. In 2000 Meter Höhe um minus 5 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Wochenende. Ab Samstagmittag lösen sich Restwolken am östlichen Alpennordhang und Hochnebel zunehmend auf, sodass ab Sonntag mit Sonnenschein gerechnet werden kann. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit.
viele Stunden. Der Mond scheint. Und heute? Sie hören eine Sendung im Radio. Meine Damen und Herren, es folgt unser täglicher Mondkalender. Heute, Freitag, 24. Februar, steht der Mond im Schützen und im Steinbock. Die besten Stunden heute? 14.45 Uhr bis 16.45 Uhr. Besonders in diesen Stunden gelingt es Ihnen, andere mit Ihrer guten Laune anzustecken. Gesundheit. Sie sollten Ihre Gelenke schonen. Übertreiben Sie nicht bei sportlichen Aktivitäten. Garten. Im beheizten Treibhaus kann man nun schon die ersten Radieschen pflanzen. Beruf. Erledigen Sie den Behördengang, den Sie schon so lange vor sich herschieben. Er dürfte Ihnen heute keine besondere Mühe bereiten. Freizeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Meine Damen und Herren, es folgt unser täglicher Mondkalender. Heute, Freitag, 24. Februar, steht der Mond im Schützen und im Steinbock. Die besten Stunden heute? 14.45 Uhr bis 16.45 Uhr. Besonders in diesen Stunden gelingt es Ihnen, andere mit Ihrer guten Laune anzustecken. Gesundheit. Sie sollten Ihre Gelenke schonen. Übertreiben Sie nicht bei sportlichen Aktivitäten. Garten. Im beheizten Treibhaus kann man nun schon die ersten Radieschen pflanzen. Beruf. Erledigen Sie den Behördengang, den Sie schon so lange vor sich herschieben. Er dürfte Ihnen heute keine besondere Mühe bereiten. Freizeit. Tap. Also hier. Sie erfahren, wie viele Stunden der Mond scheint? Falsch. 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 Also so wurde nicht gesagt, wie viele Stunden. Ja. Und heute? Soll man Cäsar sein? Soll man von der Sportlich? She said sportlich, but. Also nicht, sollte man nicht übertreiben. Also, Freitag, übertreiben Sie nicht sportlich. Ja. Yeah. Also, das heißt, wenn Sie Sport machen, sollten Sie vorsichtig spielen. Ja? Vorsichtig. Keine Mühe. Also das geht nicht. Nein. Nicht viele Mühe geben, nicht anders, ja. Aber keine Mühe geht nicht. Und ganzen Tag gute Laune gab es nicht. Hier hat man bestimmt, also von so viel Uhr bis so viel Uhr, ist bis mir abka Mood ठीक है, aber nicht ganz. Also B und false. Und was war hier am Anfang? Eins war? B. Sie hören ein Gesundheitsmagazin. War das richtig? Im Theater gibt es jeden Tag eine... Nein, das war falsch. Und Nachmittag am Sonntag? Nachmittag. Und Alice und Clara wollen verreisen und sehen. Das Wetter wird am Wochenende schlechter. Und die Stimme. Ja. So gut ist. Ja. Klar. Dann kommt 2.